Liebe Nina, du bist ja jetzt schon bald 30 Jahre als Heilerin tätig. Wie hast du deine Heilfähigkeiten eigentlich entdeckt? Ja, ich muss ein bisschen korrigieren. Du kennst mich schon ziemlich lange, das ist fast 30 Jahre, aber meine Geschichte ist viel, viel länger. Ich habe das schon als Kind bemerkt. Ich habe meine Kollegen, kleine Kameraden geheilt, dann ältere Menschen auch. Und Heilen begleitet mich von meiner Kindheit. Ich gehöre dazu, solche Heilerinnen, zu solchen Heilern, weil ich hier nie geschult waren durch die Menschen. Ich habe immer meine Meister gehabt aus geistiger Welt und die haben mich geschult. Und diese Geschichte ist schon über 50 Jahre, dick über 50. Aha. Und du hast dann aber auch noch dich weitergebildet in anderen Methoden des komplementären Heilens oder der komplementären Medizin? Ja, das gehört dazu. Also erstmal in Polen als Kind normal gebildet, normal geschult, so wie normale Menschen zur Schule gegangen, dann Abitur gemacht und dann weiter. Und dann natürlich während dieser ganzen Zeit, ich habe auch aus geistiger Welt nonstop Unterstützung gehabt. Tagtägliche Leben war für mich auch eine Schulung. Obwohl ich normal als normales Kind gelebt habe, trotzdem, ich war so also außergewöhnliches Kind, beschreibe ich das natürlich in meinem Buch, wie das ist, wie die, welche sieht, zwischen diejenigen lebt, welche nicht sehen. Also das waren besondere Zeiten, wo ich manchmal von meiner Umwelt beschrieben war, komisches Kind oder außergewöhnliches Kind oder einfach die Bekloppte. Weil ich etwas erzählt habe, was natürlich die anderen nicht verstehen konnten. Diese Bildung, hast du gefragt, natürlich dann ganze Zeit mit vielen verschiedenen Methoden, das gehört dazu. Jedes Jahr, jede paar Jahre ist etwas Neues gekommen, wo ich einfach integriert war. Also habe ich auch mitgelernt, natürlich meine eigene Meinung über viele verschiedene Methoden auch festgelegt. Und dann, weil ich mehr sehe als die normale Menschen, nehme ich alles Mögliche wahr, energetisch. Das war für mich manche sehr gute Ausbildungen, sehr gute Trends, würde ich sagen. Andere waren weniger wert. Also ich habe für mich alles nur gesammelt, das, was für den Mensch wichtig ist, wie seine Gesundheit, für seine Entwicklung, für seinen Erfolg. Der Mensch sollte gesund und glücklich sein, so wie der Gott hat sich auf die Erde die Menschen vorgestellt. Schön. Heute arbeitest du ja am liebsten in Gruppen. Du behandelst die Menschen ja nicht einzeln, sondern in Gruppen. Weshalb ist das für dich eigentlich die beste Art zu arbeiten oder zu heilen? Es ist sehr wichtig für mich gewesen, diese Zeit, wie ich das wie ich selber gewachsen bin, genauso wie Menschheit entwickelt sich so. Ich habe mich auch selbst entwickelt. Mit der Zeit habe ich immer mehr und mehr gewusst, immer mehr gelernt. Habe ich inzwischen Zeit auch meinen Wohnsitz, würde ich sagen, von Polen nach Deutschland gewechselt. Da habe ich auch die Heilpraktikerschule gemacht, viele verschiedene andere Ausbildungen. Und dann habe ich auch gelernt, bei dieser langjährige Kontakte mit Menschen. Ich habe jahrelang Einzelsitzungen gemacht und plus natürlich auch Arbeit mit Gruppen. Aber mit Einzelsitzungen und die Hände auflegen und weiße Lichtspektrum, irgendwann ist mir klar geworden, ist das nicht mehr diese Methode, welche kann mich glücklich machen. Und das war mir zu wenig für die Menschen. Während heilen, während Energie betragen, ich habe bemerkt, nicht nur physische Körper kann man heilen, muss man auf alle möglichen Ebenen arbeiten. Das ist die Clou von ganzer Sache. Ein Mensch kann man nicht nur heilen in einer Position. Das muss man holistisch nehmen, alle Schichten. Ich habe über 30 Jahre Einzelsitzungen gemacht. Ich habe unglaubliche Erfahrung. Ich bin nicht die Heilerin, welche irgendwelche Schule gemacht hat und das ein paar Monate hat das gedauert. Ich habe zig Jahre Erfahrung mit Heilen, mit Energie, mit Menschen, mit ihrer Entwicklung und mit Ursprung. Woher kommen die
Krankheiten, warum der Mensch findet nicht seinen Platz, warum der Mensch kann sich nicht weiterentwickeln, warum der Mensch leidet, hat bestimmte Krankheiten, geht in sein Leben nicht so, wie der hat sich vorgestellt. Das sind tausende Faktoren, welche ich schon, kann man sagen, ich bin eine von den alten Dinosauriern in heiler Welt, ja, zwischen meinen Kollegen. Ich habe meine Erfahrung gemacht, Einzelsitzung ist zu wenig. Weißer Wegspektrum ist zu wenig. Deswegen ständig, ich habe überlegt, wie kann ich das ausbreiten, holistisch die Menschen helfen. Ich bin gläubig. Deswegen ziemlich oft bin ich auch in die Kirche gegangen. Ich bin nicht kirchlich gläubig. Ich bin gläubig, so wie soll man sein. Ich glaube an Gott, an meinen Jesus und Mutter Maria, Heiliger Geist, mein Schutzengel. Das sind diejenigen, welche begleiten mich in meiner Arbeit. Das ist auch dieser Kern von meiner Arbeit. Dieser herzliche Kern, und nur mit Herzen kann man mit den Menschen kommunizieren. Bin ich da in die Kirche gewesen, nach oben gebetet und Hilfe gesucht, gib mir bitte, geistige Welt habe ich gebeten, gib mir Möglichkeit, die Menschen zu heilen, aber holistisch, nicht nur die Hände auflegen auf die Chakren, weil das habe ich schon bemerkt, x Jahre her, es ist Schnee von gestern, muss man anderes heilen. Und dann irgendwann, während dieser Zeit ist gekommen, in die Kirche gerade, habe ich auf einmal gehört, nach meiner Frage, wie soll ich das machen? Auf einmal habe ich gehört, dann schau. Und dann habe ich gedacht, schau, ich sehe nichts. Das ist aber ein Ding. Und dann höre ich nochmal, dann schau. Und das war für mich ein Rätsel. Ich war nicht kluger als vorher. Ich habe gesagt, wir haben mir etwas gegeben, was ich nicht verstehe, was ich nicht sehen kann. Was ist denn das? Und natürlich, ich bin so ein Forschungsmensch, ausprobieren, ständig irgendwie suchen und erklären, habe ich gefunden. Ein paar Monate bin ich immer zu der gleichen Kirche gegangen, immer in gleiche Zeit, immer zur gleichen Messe und immer habe ich mich in den gleichen Platz gestellt. Das war ein paar Tage höher und dann auf einmal habe ich gefragt, was sehe ich nicht, warum? Das war ein einziger Moment, wo ich nicht geschaut habe. Von Kommunion, alle Katholiken in der Kirche knien sich nieder, machen die Augen zu und verbinden sich vom Herzen nach oben. Und einmal habe ich gesagt, jetzt mache ich die Augen auf. Mache ich nie. Habe ich angefangen zu schauen. Und in diesem Moment, ich habe gesehen, ein wunderbares Energiespiel, die habe ich noch mal in meinem Leben nie gesehen. In diesem Moment, wie alle in die Kirche knien und Kommunion und verbinden sich mit dem Vater, bitten um die Sünde und zur Vergebung, dann geht ein Strahl von Herz, Magenta-Strahl, nach oben, ganz schnell Schiss nach oben und von oben, während dieser Zeit, wie die Menschen mit dem Herzen verbunden sind, kommt von oben ganz breiter Strahl direkt und füllt die Menschen. Und in gleicher Sekunde, Hunderte, Tausende manchmal sind in die Kirche, die haben sich gefüllt mit Magenta, ihre Aura hat sich mit Magenta gefüllt und ich ist auf einmal unglaublicher großer Strahl geworden, welcher nach oben kommuniziert hat. Diese ganze Ferie, dieses ganze Spiel, dieses ganze Mysterium hat gedauert manchmal 30, 40, 50 Sekunden, nicht länger. Und dann ist wieder, wie die Menschen die Augen aufgemacht haben, wieder normal geworden. In diesem Moment ist für mich der Wegweiser klar geworden. Habe ich gesagt, Bingo, jetzt weiß ich, wie soll ich heilen. Nur mit Herzen zu Herzen. Dass der Mensch von innen nach außen geheilt muss sein. Von innen nach außen muss diese heilende Energie kommen, aber nur nicht aus dem Kopf, nur von Herz zu Herz. Verbindung mit Vater, Verbindung, heilen auch mit Herz. Und so habe ich Magenta entdeckt. Das ist der richtige Wegweiser gewesen, so machen. Und bei Gelegenheit natürlich habe ich gesehen, wie das funktioniert, wie das ist nicht ein Mensch, das ist ganze Gruppe. Ich habe gesehen, wie auf einmal diese Vibration, diese Schwingung mit unglaublicher Geschwindigkeit hat die Menschen mit dem Höchsten, mit dem Vater verbunden, mit der Liebe, welche auf einmal hat die Menschen von ihrem Herzen, von ihrem göttlichen Kern auf einmal gefüllt, sternförmig. Vor mich hat sich schnell ausgebreitet in ihrem Körper, in ihrer Aura und hat gefühlt ganze Kirche. Und da, alle waren ein Körper. Alle waren von innen mit Liebe,
gefühlt, von außen in Liebe eingetaucht. Und ich muss sagen, Lucius, ich meine, 97% Katholiken, die wissen nicht, warum die in die Kirche gehen. Ich meine, für diesen kurzen Moment, für dieses Mysterium, dieses Glücksgefühl, diese Liebe zu fühlen und geheilt zu sein, das ist Motto. Wo geht man? Und in diesem Moment ist man zusammen mit dem anderen, mit dieser Geschwindigkeit, mit dem Herzen verbunden. Und natürlich ist das das schönste Glücksgefühl und Fühlen. Das, was Mensch braucht, das ist Magenta, das ist Heilen, deswegen mache ich in die Gruppen, weil jeder unterstützt die anderen und jeder ist getragen durch die Gruppe und jeder trägt die Gruppe gleichzeitig und auf einmal entsteht so unglaubliche, liebevolle, heilende Gruppendynamik, wo alle von innen nach außen mit Magenta gefüllt sind, ganze Körper und Aura, und von außen sind in Magenta eingetaucht. Das ist nur möglich mit der Gruppe. Eins ist nur sicher und eins ist das Wichtigste. Das muss von Herzen kommen. Erzählen kann man nicht. Das muss man spüren. Das muss man wirklich mit Herzen erleben und Menschen weitergeben. Und muss man ein sauberer Kanal sein. Muss einfach diese Kern da drinnen, bei dir, wirklich sauber sein. Gottlich sein. Du musst das fühlen, spüren. Das probiere ich meine Menschen auch in meinen Seminaren lehren. Die sollen sich von hier entwickeln. Von hier. Vom Kopf geht nicht. Wir sind nicht gesteuert vom Kopf. Wir sind gesteuert von dem Herzen. Und Heilung kommt nur von Herzen zu Herz. Mit der höchsten Schwingung. Die Liebe. Vielen Dank, Nina. Gibt es etwas, was du dazu noch ergänzen möchtest? Ja, ich möchte ergänzen. Heutzutage haben wir so große Palette von vielen verschiedenen Ausbildungen, Methoden, Trends und so weiter. Ich meine, es ist Zeit schon gekommen, richtig mit den Menschen Klartext zu sprechen. Wenn möchtest du wirklich gesund, glücklich sein, Erfolg haben, dann sollst du mit dem Herzen handeln, musst du dein eigenes Herz spüren. Und was bringen dir alle möglichen Ausbildungen, wenn du nur dich bedienen lässt, wenn du nur Unterhaltung suchst? Komm hier rein, komm hier raus, bleibt kurz im Kopf und dann verschwindet. Aber die größte heilende Kraft für dich und für die anderen, auch für mich als Heilerin, entsteht hier. Das ist ein Einzige, was lügt nicht, weil die Liebe kann man nur als Geschenk kriegen. Also ich würde sagen, in dieser Lehre, welche ich lehre meine Menschen, erstmal möchtest du etwas für dich machen, dann such in deinem Herzen. Nicht mit Worten, mit Gefühl, mit wahre, echte Gefühl. Geh rein, ob du das überhaupt spüren kannst, fühlen kannst und dann arbeite damit. Das macht nachher aus dich ein Meister. Das sind deine Erkenntnisse. Nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen. Weil zu heroischen Taten, ein Mensch ist nur bereit, wenn kommt das aus Herzen, aus Liebe. Ein Vater springt in Wasser und holt sein Kind, welches da rein gefallen ist. Die Mutter holt das Kind aus Feuer, weil die guckt nicht auf ihre eigene Gefahr und dass sie eventuell Schaden bekommt. Sie holt, weil die Liebe treibt sie zu diesen Taten. Diese heroischen Taten kann man nur von Herzen beginnen und kontrolliert man das nicht. Das Herz ist ein Wunsch, ein Bedürfnis, ein Tat, welche sofort macht man ohne Kopf. Die größte Kraft, welche kann alles verändern. Dein Leben, deine Gesundheit, dein Erfolg, deine ganze Umgebung und natürlich alle Menschen auf Mutter Erde. Wenn die werden mit Liebe heilen, wenn die werden sich selber erstmal heilen, die Liebe bei sich suchen. Und dann ziemlich oft probiere ich die Menschen auch sagen, nicht reden, nicht Augen aufmachen. Ich kann die Hände auflegen, ich kann dich unterstützen, dir Kraft geben, kann ich dir erklären, aber spüren, fühlen musst du selbst. Und da ist diese Heilung, wo alle bei mir sitzen, in Gruppenheilmeditationen. Ich übertrage die Energie, aber erstmal, ich bete zu meinem Gott, zu meinem Jesus, zu Mutter Maria, Heiliger Geist,
verbinde ich mich mit meinen Schutzengeln und ich bitte um Erlaubnis, die Menschen zu helfen, die Menschen zu heilen. Ich bitte um Führung, Begleitung, das Richtige sollte geschehen. Wenn ich das getan habe, habe ich mich bekreuzigt, dann gehe ich und dann, ich lege inzwischen, behandle ich die ganze Gruppe, verbinde ich mich mit meinem Herzen, mit Herzen von jeder Anwesenden in die Gruppe. Aber mein Herz ist verbunden in mein Jesus. Dieser Jesus, aus welchem Herz bei ihm gehen zwei Strahlen, dieser barmherzige Jesus. Ich bitte um Führung, Begleitung, Heilung für die Menschen. Und dann diese Verbindung entsteht, weil keine macht zu von der Liebe. Das einzige Schwingung, welche macht alle Herzen auf. Auch bei den Tieren, auch. Dann sprichst du mit der Pflanze, mit liebevoll, die wächst auch besser. Jede Wesen, Lebewesen auf dieser Welt reagiert auf diese Schwingung. Und das ist gerade diese Kraft, diese Macht, diese heilende Fahrt, mit welcher kann man mit jeder kommunizieren und dann ihn wieder zu göttlicher Kern bringen und in das Beste wünschen und geben. Vielen Dank, Nina, für dieses Gespräch und dir alles Gute. Vielen Dank, alles Gute auch für dich. Also,